alle Jahre wieder sehe ich den ehemaligen Minister, Verteidigungsminister Fasselamt. Schönen guten Abend. Sie sind ein Stammgast mittlerweile natürlich am Ball der Offiziere. So ist es. 30 Jahre jedes Jahr. Das gehört automatisch dazu. Jetzt liegt der Versuch natürlich nahe, Sie zu fragen, was sich verändert hat. Sie waren um die Anfang der 90er Verteidigungsminister. Heute haben wir eine Frau als Verteidigungsminister. Es hat sich einiges getan. So ist es. Ein bisschen was habe ich selber dazu beigetragen, indem ich erlaubt habe, dass Frauen zum Bundesheer gehen können. Das war in meiner Amtszeit. War damals gar nicht so einfach, weil die Frauenministerin dagegen war. Aber das haben wir hingekriegt. Und war nur eine Frage der Zeit. Es hat damals schon meine finnische Kollegin, oder mein finnischer Kollege war eine Frau, muss ich dazu sagen. Das heißt, es hat schon gegeben in Europa und es war nur eine Frage der Zeit, wann das auch in Österreich der Fall sein wird. Also ich habe schon einige Verteidigungsminister erlebt. Auf dem Ball, es war jedes Jahr ein anderer. Aber heuer war es eine Frau. Naja, ist ja eh gut. Also ich bin dafür, weil Frauen leisten ja unglaublich vieles in unserer Gesellschaft und warum nicht? Zum ersten Mal eine Frau an der Spitze des Heeres, noch dazu eine Frau mit Humor, mit Charme und einem unheimlichen Wiener Schmäh, wie man das so sagen darf, obwohl es aus Niederösterreich ist. Also das hat mir sehr gut gefallen, auch bei den Leuten gut angekommen. Eine wunderbare Öffnung, nichts ist passiert, also wunderschön. An dem heutigen Abend ist man einfach nur stolz darauf, dass man diesem Ministerium und dem österreichischen Bundesheer an erster Stelle dienen darf. So würde ich das formulieren. Ja, ich glaube, die Claudia Tanner steht für Qualität. Das hat sie bewiesen, durchaus auch in anderen Domänen, wo Männer üblicherweise das Sagen haben. Und sie wird das mit Charme und Härte, glaube ich, ganz gut machen. Sie hat mir auch verraten, dass sie heute noch tanzen wird. Wie schaut es mit Ihnen aus? Ja, ich tanze auch gerne. Jetzt muss ich noch schauen. Meine Gattin ist heute leider nicht mit. Ob ich noch eine geeignete Tanzpartnerin finde. Das wird sich ja finden lassen. Ich denke ja. Bist du auch eine, die gerne mal das Tanzbein schwingt, tanzen geht? Ich tanze wahnsinnig gerne. Ich bin selber bei der Tanzschule Ellmayr, jetzt im Ellmayr Circle und ich tanze für mein Leben gern. Wirst du heute noch tanzen? Was machst du heute? Verständlich. Ich gehe ja nicht zu einem Ball, dass ich nicht tanze. Sehr cool. Jetzt zurück zum Ball. Auch der verändert sich Jahr für Jahr, entwickelt sich weiter. Es werden immer mehr internationale Gäste hier und das ist wirklich spektakulär und schön vor allen Dingen. Das ist einer der internationalsten Bälle, wenn nicht überhaupt der internationalste, abgesehen vom Opernball vielleicht geworden. Ja. Das hat bereits damals begonnen. Wir haben versucht, damals jeweils einen Gast oder ein Gastland einzuladen, das heißt den Verteidigungsminister aus einem anderen Land. Und das hat sich dann weiterentwickelt, muss ich sagen. Und es ist für mich eine Freude zu sehen, wie es sich weiterentwickelt hat, weil es wirklich toll geworden ist. Ja, finde ich schon toll, weil diese Stimmung ist einzigartig, dass wir jetzt immer mehr Freunde aus dem Ausland auch beim Tanzen mit dabei haben. Bosnien-Herzegowina, Deutschland, Österreich in einer Mischung, das ist schon fast wieder K&K oder Monarchie. Eine gute alte Zeit. Es ist ein wunderbarer Ball. Und insbesondere ist natürlich beeindruckend, dass wir so viele ausländische Gäste hier haben. Die Pracht aller Uniformen aus den unterschiedlichen Staaten ist schon ein beeindruckender Abend. Es sind so viele verschiedene Leute dabei von allen möglichen Ländern, in verschiedenen Ballkleidern, in verschiedenen Farben. Und das ist so wunderschön. Alle sind freundlich, alle sind lustig drauf und das macht einfach Spaß. Ich muss sagen, also der Offiziersball ist einer meiner Lieblingsbälle. Ich mag die Leute, die hier sind, es kommen verschiedene, es kommen Offiziere, Soldaten, Menschen aus den verschiedensten Ländern, alle Nationen sind gemeinsam. Man trifft immer wieder liebe Leute und das Lustige ist, man trifft dann auch immer wieder Leute aus Amerika, Südamerika, die man vor 3 Jahren kennengelernt hat. Es kann so weitergehen. Das Motto heute Gold und Silber. Du bist perfekt natürlich adjustiert wie immer. Aber was du für Herrschaftsschuppen, Herr Haider? Sie haben da Schuppen, Sie haben da Schuppen. Wir werden heute schon einen kleinen Ausblick auf das nächste Jahr werfen beim nächsten Ball der Offiziere. Bist du ja auch mit von der Partie, Nina Hafner. Du hast hier schon mal gesungen und jetzt hast du die Ehre, Testimonial zu sein. Genau, also vor 3, 4 Jahren habe ich hier gesungen und jetzt beim nächsten Balloffiziere bin ich auf dem Cover drauf, in meinem blauen Ballkleid. Ich durfte ja schon viele Bälle erleben und das ist zweifelsohne einer der schönsten Bälle der Republik, wenn nicht der schönste. Was macht diesen Ball aus Ihrer Meinung nach? Auf der einen Seite steht ja das österreichische Bundesheer
immer für eine exzellente Organisation, für eine ganz tolle Musik, auch das muss man sagen. Und dennoch ist es ein Ball, der, glaube ich, an Lockerheit nichts zu wünschen übrig lässt. Ein Kompliment an alle Damen und Herren des Bundesheeres, weil da ist keine Agentur dahinter, da gibt es keine große Werbeagentur, die sowas aufgedacht hat. Das haben alles wir gemacht und ich bleibe dabei, alles Panzer ist vorbei, es heißt alles Walzer. Mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer einen schönen Ballabend zu wünschen. Alles Gute, danke. Bis nächstes Jahr. Das wünsche ich auch, alles Gute. Dankeschön. Okay. Dankeschön.